Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Empyreon Galactic Survival von Eleon Game Studio. Wir hatten uns leer gemacht, jawohl. Und wollten hier nochmal reinschauen. Die laufen da immer noch rum, das ist richtig. Oben waren wir drin. Hier hinten hat man geguckt. Der ist wieder zu. Ja. So, hier müssten wir nochmal aufmachen. Ich habe aber auch nichts anderes, um da reinzukommen. Ich will halt normalerweise hier das nicht wegmachen, weißt du? So, dann haben wir hier offen. Hier ist eine Tür, die ist noch nicht ohne Grund. Hä? Das hier willst du mal her. Das gibst du mal hier hin. Wir hatten ja auch noch die Geräusche von den anderen. Wenn ich jetzt da oben aufmache, geht das auf. Das kannst du vergessen. Das machen wir eher mal so rum. Zwei in die Hand. Gehen wir hier ein Stückchen zur Seite. Ja, da ist das alles weg. Das ist egal. So, da ist das fort. Ja. Hä? Da ist der Kern, wie es aussieht. Das ist doch noch nicht alles. So, hier sind wir. Rum. Wie numm. Und das ist das, wo man von oben reingucken kann. Aha, und dann sehen wir hier den Kern. Gut. Dann machen wir den Kern so rum weg. Quatsch, oder? Aber cool gemacht insgesamt. So, der Kern dahinter ist weg und dann siehst du, dass es da weitergeht. Schönes Ding, du. Schönes Ding, du. Kannst du den wegmachen? Dann kannst du den wegmachen. Und dann kannst du den wegmachen. Siehst dahinter noch eine Tür? Boah, Alter. Wo geht's denn hier hin? Boah. Guckst du da? Oh, schön in so ein Ding rein, ne? Meins. So, jetzt sind wir hier hinten rum und jetzt müssten wir an die Typen kommen. Oder auch nicht. Ist das krass. Er sagt da was. So rum. Geht das dann hier hinten auf? Ist das gekoppelt? Nee, ist nicht gekoppelt. Aber wir wissen ja, dass es so rum ist, dass es hier hinten weitergehen muss. Siehst du? Zwei in die Hand. Dass das da ist. Und... Alter Schwede. Die nehme ich von der anderen Seite. Das ist mir jetzt zu riskant. Ich will hier nicht noch... die Kisten verlieren. Dann machen wir da einfach mal auf. Siehst du? Genau hier. Und zwar mit der 6. Ne, nicht mit der 5, mit der 6. Nehmen die 2 in die Hand, hoffen, dass die mal ein bisschen weiter hier vorkommen und dann... Siehste, habe ich noch was drin? Ja, habe ich. Komm mal her. Genau so. Spawnen kann nichts, da ist er. So, da haben wir die auch. Weg. Schönes Ding. Ja, die haben ein bisschen was mit abgekriegt, aber nicht alles. Gold. Wow, 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 wow. Och, Stromspulen, krass. So, dann fangen wir wieder mal von oben an, das Ding zu zerlegen. Aber erstmal F2.
Fabrike! Brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir ja nicht, brauchen wir ja nicht. Lasergewehr ist T1, ne? Ne, brauchen wir gar nicht. Überlebenskonstruktor sammeln wir. Reparaturstation sammeln wir auch. Tab, das kommt hier runter. Das da runter, damit wir das essen können. Wundsalbe brauchen wir auch, aber das brauchen wir nicht. Dahin. Ja, da kriege ich auch wieder Ärzte wieder. Mann, die ich auch nicht brauche. Dann rennen wir doch erstmal raus. Ab zum kleinen Raumschiff. Sprintikowski. Genau, machen wir hier auf. Dann packen wir hier erstmal den ganzen Kladderadatsch rein. So, das kriegst du natürlich nirgendwo mit rein. Brauche ich das überhaupt alles? Es scheint so. Es scheint so. Das brauchen wir. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Kannst du gleich mal was machen? Damit kriegen wir auch ein bisschen Leben wieder. F2, die Munition kannst du rausschmeißen. Was soll ich damit? Was soll ich damit? So einzelne Sachen brauchen wir sowieso nicht. Wenn wir davon irgendwas wieder brauchen, gerade Magnesium, dann müssen wir richtig nochmal zur Basis zurück und uns das Zeugs holen. Also bei uns zu Hause nochmal richtig ausgraben. So, hier war noch was drin. Die Medizinstation. Ich möchte aber vorher nochmal hoch. Eigentlich. Alter. So kommt man also offiziell hier hinten rein. Ah, was eine Basis. Was eine Basis. Du siehst es ja nicht. Nee, das ist es, wa? Ist damit gekoppelt. Boah. Was eine Basis. Ja, halt mal nicht alles raus. Ach so. Hier unten ist aber Schluss, ja. Wie kommt man denn hier schon wieder rein? Alter, was ist das denn? Das ist doch nicht wahr. Krasses Gerät. Plasmakanone, raus damit. Plasmageschütz, raus damit. Wir brauchen es nicht mehr in den Sinn. Sonst müllen wir uns nur zu. Ei, 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 ei. Das ist draußen hier. Apropos draußen. Ich habe hier oben drauf noch was gesehen. Bevor ich hier wieder das Falsche abmache. Ja. Ja, ja. Also Neugierde wird hier echt gut bezahlt. Boah. Jawohl. Jawohl. Ressourcen, Ressourcen und halt. Kannst du schon auch mal mit rausnehmen. Raketenwerfergeschütz, Treibstofftank T2, Generator T2, Großfrachtboxblöcke. Ja, hätte man natürlich alles noch mitnehmen können, ne? Alles ins Kleine reinpacken, damit wir noch mehr mitnehmen können. So, hier geht's raus, hier geht's dann irgendwann auch mal richtig runter. In die Basis. Kann ja sein, dass hier noch weitergeht. Krasses Ding, ey. So, wo geht's hier rein? Da kommst du hin, wenn du hier überall mal reinguckst. Jo. Also. Na Moment, wir waren ja noch nicht komplett rum. Wir sind ja hier durchgelaufen. So kommt man rein. Also nochmal.
Musst du hier überall bei den Lampen gucken, ne? Das hast du von oben gesehen, so sind wir reingekommen. Das wäre halt hier der erste Raum gewesen. Und hier unter der Lampe hast du das mit dem gekoppelt. Und so kommst du offiziell dann in den Raum rein. Und hier gleich von allen Seiten beschossen wirst. Krasses Ding. Hier geht's raus. Hier geht's rum. Hier geht's rum. Damit bist du bei dem. Achso, weil ich hier oben raus bin jetzt. Das macht langsam Sinn. Dann kommst du in die Richtung. Und hier müsstest du wieder rauskommen. Jawohl. Dann kommst du hier rum. So, hier ist das Mal. Alter Schwede, hier ist jeder Winkel ausgenutzt. Und vorher wollte ich noch hoch, um dort oben alles auseinanderzunehmen. Aber auf die Art und Weise komme ich hier nicht mehr hoch. Da ist alles rausgeplatzt. So, ach, die hat man uns ja noch gar nicht geholt. Das ist verbesserter Konstruktor. Das ist natürlich schlecht. Und dann kann ich nur den rausschmeißen. Ich komme gleich wieder. Mist. Scheinwerfer. Wollte ich die nicht mal einbauen? Scheinwerfer? Hm? Nein. Oh. Der sieht aber nicht gesünder aus. Von dem bisschen, was die hier gemacht haben. Ne, reparieren. Was hat mich davon getroffen? MG? Nö, die richtigen Geschütze, ne? Hier hinten ist nix. Na, da bin ich mal gespannt, wenn wir wieder uns auf dem großen Raumschiff niederlassen. Wie das dann sieht. Normalerweise geht es dann wieder. Der Automatikmodus besser. Ja, nehmen wir das in die Hand. So, und dann fehlt irgendwie noch der Knopf, alles mit einmal ausladen. Den du hier hast, nur von dort nach dort. Ja, das könntest du mal reinfuttern. Ein Spalter. Das raus. Die Heilkisten, das behalten wir alles drin. Das Essen drin, auch die Verbände drin. Das kannst du auch mal so rummachen. Die Medizinstation fliegt auch raus. Haben wir es hier bald, ne? Nur noch 1000 Eisen. Ja, brauchst du ja nur hier ab. Runterreißen. Abreißen. Würdest du auch schon mit dem Treppchen hochkommen, ne? Aber ne, braucht man nicht. Dann kannst du wieder die 6er in die Hand nehmen. Halt. So rum. Und, ja, ne, nicht demontieren, zerlegen. Genau, so rum. Boah, Treibstofftank T3. Munitionskiste groß, sowas möchte man eigentlich alles aufheben. Ach so, jetzt habe ich ja hier oben gar nicht geguckt, Walter. So, das. Huch, das war ein Kühlschrank. Weißt du, wo es hier noch hingeht? Nee. Aber hier siehst du es zum Beispiel über die Rippe, wo es hingeht. Cool. Cool, cool, cool. Auch schön gemodelt. Da bist du wieder da unten. Hier ist nichts mehr zum Verstecken. Krasses Gerät. So, dann müsstest du in der Richtung da rauskommen. Na gut, ich hätte gedacht, eins weiter, aber ne, ist schön. Alter Schwede, alles sinnvollst genutzt. Hier bist du gleich draußen. Ja, und hier bist du auch gleich draußen. Und hier bist du gleich unten. Krass. Kann man gar nicht
oft genug sagen, wie geil gebaut das ist. Echter Hammer. Nice. Hat Spaß gemacht hierfür. Dann haben wir... Was haben wir denn jetzt? Das haben wir, das haben wir. Hier müssen wir jetzt noch weiter erkunden. Hier rundherum haben wir alles erkundet. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht die einzigsten Posten waren. Also normalerweise fehlt hier jetzt noch übelst viel. So, das packen wir alles rein. Das packen wir fort. Bam, 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 bam. Was machen wir mit dem ganzen Zeugs? Ach, hier haben wir schon 704 übrig. Wir haben ja hier. Ja, das hätte ich alles in eine Reihe packen sollen, ne, damit ich wirklich aufpasse. Das geht auf jeden Fall wirklich hier rein. Da sind wir schon bei 800, 844, 847. Alles klar. Y. Zutschmull voll. Ja, keine Flaschen mehr drin, das ist klar. Und das. Dann setz dich mal rein. V. Richtung, grob Richtung Osten. Weil Norden war doch der Kante, oder? Wir hatten doch den Outpost, genau, und dann kam die Kante. Jo, dann kam die Kante. Also können wir hier Richtung Osten scheppern und drück mal bitte O, damit ich sehe, wo es hingeht. Jawohl. Bisschen höher, damit hier ein bisschen Licht kommt. Wir haben alles knapp aneinander erkundet. Wir sind mehrfach kleine Wege geflogen. Was ich jetzt natürlich nicht sehe, ist, was hinterm Berg ist. Da muss ich mal ein bisschen zickzack fliegen. Ich habe echt Schiss, dass wir irgendwas verpasst haben. Ich bin ja auch derb am Steigen. Aber man sieht hier nichts. Ich möchte nicht, dass hier nur vier Posten sind. Wir wollten doch hier noch ein bisschen was machen. Prometheum, Prometheum. Weiß ich nicht, ob wir es zu Hause brauchen. Magnesium hätte ich jetzt nichts gesagt, da wäre ich mir gleich mal rausgehüpft. Aber hier waren wir überall. Und hier sehe ich nichts. Also die Posten hoffe ich mal, sollte man auch auf die Entfernung sehen. Und das sieht aus wie die Drohnenbasis. Kleinen Nachladen. Oh, das hört sich mal noch so bescheiden an wie früher. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Drohnenbasis. Auf jeden Fall ist da auch wieder dieses schöne Schiffchen. Sautium ist mir jetzt egal. So. Die Grünen sind mir egal. Mich. Das. Jawohl. Komm ein bisschen runter hier. Komm ein bisschen runter hier. Ja, stört mich auch nicht, dass die jetzt schon in meine Richtung klotzen. Die Grünen sind nicht so attraktiv. Das ist, da kannst du ausweichen. Das Rote ist es und das Rote da oben ist noch drauf. So, damit sollte es sich geschissen haben. Jawohl, da oben drauf ist noch mehr geplatzt. Das Grüne haben wir noch. Ui, 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 ui. Da ist er aber mal wieder extrem mutig. Wo bist denn du hin?
Es sieht so verzerrt auf der Karte aus. Ja, da hast du keine Chance. Minion. Und wo war denn meine Tür? Die ist rechts, ne? Jawohl. Die ist rechts. Ja, mal die hier. Sieht ganz schön dreckig aus hier draußen. Juch. So, YFV. Machen wir Licht an. Hab's mal raus. Und das haben sie auch schön gemodelt. Sieht jetzt richtig geil aus, wenn die Gebütze. Ah, es war reißend. Das müssen wir nicht wieder einprogrammieren. Ich bin froh, dass das draußen war. Ach, da geht der Ball unter. Genau. Sonne genannt. Das ist schade, schade, schade. Ja, aber ich werde hier auch gerade wieder angeblinkt. Es bringt nichts, noch weiterzumachen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön, wenn es euch gefallen hat. Sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu Empyreon Galactic Survival von Illeon Game Studio in der Alpha 6. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.